Als Landminen für die Seele, liebe Zuschauer daheim an den Empfangsgeräten oder von wo auch immer Sie uns gerade zusehen, als Landminen für die Seele geißelten jüngst die Initiatoren des sogenannten Kölner Aufrufs Kampfspiele auf dem Computer und forderten einmal mehr ein striktes Verbot derselben. Der Deutsche Kulturrat nahm stattdessen den Bundesverband der Computerspielentwickler als offizielles Mitglied auf und stellte damit PC-Games auf eine Stufe mit Literatur, Musik oder Architektur. Aktive Gamer kümmern sich derweil wenig um solch bildungsbürgerliche Deutungskontroversen und erklären ihre Bildschirmaktivitäten kurzerhand zum Sport. Von der uncomputerisierten Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt haben sich Computerspieler inzwischen zu einem erstaunlichen Grad organisiert. Etwa 1,5 Millionen Mausathleten und Gamepad-Virtuosen treten hierzulande in 40.000 Teams und in mehr als 100 verschiedenen Disziplinen gegeneinander an. Ob Fußball- oder Billardsimulation, ob klassische Strategie- und Ballerspiele. Für nahezu alles gibt es inzwischen offizielle Wettkämpfe, Ranglisten und Ligen, organisiert nach dem Vorbild traditioneller Sportverbände. Und selbst in Sachen kitschige Wettkampfhymnen sind die E-Sportler schon fast auf dem Niveau klassischer Sportveranstaltungen angelangt. Bei der Beschreibung ihrer Tätigkeit nutzen organisierte Gamer gerne das charakteristische Sportlervokabular. Wie bei jedem Fußballspiel, das Runde muss ins Eckige. Nur ist es halt bei unserem Computerspiel so, dass ein Spieler alle 11 Spieler seiner Mannschaft steuert. Bei Need for Speed handelt es sich um ein Rennspiel im klassischen Sinne. Ich vergleiche es ganz gerne mit der Formel 1. Virtua Fighter 5, das ist ein klassisches Prügelspiel, sag ich mal. Das heißt, es treten zwei Kontrahenten gegeneinander an und versuchen sich entweder aus dem Ring zu befördern oder sich gegenseitig K.O. zu schlagen. Ohne Disziplin geht natürlich gar nichts. Arbeiten, spielen, schlafen, arbeiten, spielen, schlafen. Und sogar die Freude am Spiel muss oft genug draußen bleiben. Wenn ich zum Beispiel Need for Speed anfasse, dann ist es wirklich nur Training und es macht mir auch keinen Spaß. Da muss man halt hart zu sich selber sein und sagen, ich habe jetzt keinen Spaß, ich trainiere jetzt. Keinen Spaß haben und hart trainieren. Dann wird doch hoffentlich wenigstens anständig Geld verdient. Wir kriegen halt eine monatliche Aufwandsentschädigung, so wird es halt genannt. Man muss allerdings auch da sehen, wie bei jedem Sport, dass man natürlich sehr gut sein muss und sehr aktiv arbeiten muss, um dort nachher auch die passenden Sponsoren zu bekommen. Ich denke, die Anzahl derer, die damit wirklich ihren Lebensunterhalt finanzieren, lässt sich vielleicht an einer Hand abzählen, würde ich sagen. Einige E-Sports-Freunde hoffen allerdings, die Entwicklung wird vielleicht in 5, in 10 Jahren so weit sein, dass die Jungs damit ihren Lebensunterhalt verdienen können. Nicht nur dem Portemonnaie der Spieler, auch der gesellschaftlichen Wahrnehmung würde eine Anerkennung der Digitalwettkämpfe als echter Sport natürlich gut tun. Doch bislang stellt der Deutsche Olympische Sportbund sich quer und verweist auf seine Definition, in der von sportartbestimmenden motorischen Aktivitäten die Rede ist, was immer das sein mag. Warum nach dieser Determination zwar das Schießen mit der Kleinkaliberpistole sogar zur Teilnahme an Olympischen Spielen berechtigt, das Schießen mit Pixeln auf Pixel hingegen noch nicht einmal Sport heißen darf, erschließt sich vielen nicht. Der Deutsche E-Sport-Bund will sich mit diesem Umstand jedenfalls nicht abfinden. Wir arbeiten hier in dem Bereich mit Wissenschaftlern zusammen, zum Beispiel vom Sportinstitut in Stuttgart, um hier eine allgemeingültige Definition zu finden. Für uns ist E-Sports aber ganz klar Sport, wie es der Name ja auch schon sagt. Sehnsuchtsvoll richten hiesige E-Sportler ihren Blick nach Asien. Dort ist die Computerzockerei nicht nur als Sportart anerkannt. Finalspiele füllen dort ganze Stadien. Fernsehsender übertragen die Wettbewerbe für Millionen Zuschauer. Die besten Gamer sind Stars und verdienen wie hierzulande die für Fastfood werbenden Spieler der Fußball-Bundesliga. Dort gibt es absolute Profis, die ihren Lebensunterhalt damit verdienen. Dort gibt es ganze Camps und Schulen, wo diese Leute neben ihrem Sport eben auch ihre Ausbildung bekommen. Soweit sind wir in Deutschland noch nicht. Doch auch hierzulande tut sich bereits einiges. Eigene Web-TV-Sender übertragen regelmäßig Turnierspiele und haben dabei immerhin einige 10.000 Zuschauer.
Ein dreigestreifter Sportartikelhersteller fertigt sogar eine eigene E-Sports-Kollektion. Und bei den Finalen der World Cyber Games in Köln spielten im letzten Herbst 800 Sportler aus 85 Nationen um Siegprämien von 370.000 Euro. Auch die 56.000 E-Sport-Freunde, die vor Ort mitfieberten, können über einen Umstand nicht hinwegtäuschen. Die Szene bleibt weitgehend unter sich. Der deutsche E-Sports ist innerhalb der Szene auf einem sehr guten Weg. Deutschland hat eine sehr gute E-Sports-Infrastruktur. Aber es ist eben sehr schwer, aus dieser Szene jetzt rauszukommen. Wir brauchen einfach die Akzeptanz in der Gesellschaft. Diese mangelnde Akzeptanz mag auch am fehlenden Verständnis liegen. Alle E-Sports-Fans sind auch in der Regel Selbstspieler. Es ist natürlich sehr schwer, als außenstehender Zuschauer, der selbst nicht spielt, zu verstehen, was passiert dort gerade auf dem Rechner. Warum war diese Aktion jetzt gelungen? Warum war diese Aktion nicht gelungen? Warum hat dieses Team verloren? Einige Funktionäre glauben, gesellschaftliche Akzeptanz ließe sich am einfachsten erreichen, indem man die klassischen Strukturen der Sportvereine 1:1 klont. So legten sich die 350 Mitglieder des Clans N-Faculty sogar ein eigenes Vereinsheim in Köln-Mülheim zu. Wir haben jetzt eine Lokalität, in der unsere Spieler nicht nur trainieren können, auch dieses soziale Miteinander, was einen Sportverein ausmacht, ausleben können, sondern darüber hinaus auch eine Anlaufstelle für Bürger, besorgte Eltern, Lehrer und Schüler aus dem Umfeld von Köln-Mülheim. Auch den Grund für das schlechte Image der Gamer-Szene hat man bereits lokalisiert. Das böse Internet. Also der Suchtfaktor ist sicherlich im E-Sport immer ein großes Problem, weil wir halt über das Internet spielen und man entsprechend wenig Einfluss nehmen kann. Ein winzig wenig zugespitzt könnte man zusammenfassen. Das Internet ist böse, Vereinsheime in Köln-Mülheim sind hingegen gut. Die Vermutung drängt sich auf, hier könne es sich um den Versuch handeln, ein neues, unbekanntes und für Außenstehende schwer begreifbares Phänomen dadurch zu domestizieren, indem man es in altbekannte Strukturen zwängt, die aus dem 19. Jahrhundert stammen. Auch jenseits von Deutschland oder gar Köln-Mülheim gab es bereits solcherlei Ansätze mit bislang überschaubarem Erfolg. In Amerika ist es jetzt auch teilweise so, dass man versucht, lokale Teams zu erstellen und versucht, sich dadurch eine Art Fangemeinde aufzubauen, die sich auch auf ihr lokales E-Sports-Team fokussiert. Was natürlich sehr schwer ist, weil der E-Sport sich halt über das Internet abspielt und die Faszination eben ist, dass im E-Sports alle Nationen und alle User dieser Welt zusammenkommen. Und da jetzt das abzugrenzen und sich auf einen lokalen Faktor zu fokussieren, ist eine sehr schwere Entwicklung, die auch im Prinzip nicht so viel Sinn macht in meinen Augen. Und auch in anderer Hinsicht lassen sich die Gamer nicht so leicht bändigen. Trotz aller olympischer Eventoptik, trotz Fußball- und Rennsportsimulationen, heißt die absolute Lieblingsdisziplin der E-Sportler immer noch Counter-Strike. 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 Kaum ein Spiel wird so kontrovers beurteilt wie dieser Klassiker. Für seine Anhänger ein spannendes Strategiespiel. Das ist einfach das klassische Räuber- und Gendarmenprinzip. Konservative Politiker und die Boulevardpresse sehen in dem Ego-Shooter hingegen traditionell die Ursache für die Gewalttaten Jugendlicher. Jenseits dieser Debatte ist bemerkenswert, das bereits 1999 veröffentlichte Spiel ist grafisch im Vergleich zu aktuellen 3D-Shootern vollkommen veraltet. Und trotzdem ist der Mainstream in E-Sport, vielleicht 80-85% aller E-Sportler spielen Counter-Strike, noch so fokussiert. Das passt weder den Funktionären noch der Spieleindustrie, die beide aus Image- und Absatzgründen gerne neue Titel etablieren würden. Ein ausgesprochen mutiger Schritt in diese Richtung war es, die Rockband-Simulation Guitar Hero ins offizielle Wettbewerbsprogramm aufzunehmen. Die Fans sind nicht amüsiert. Wenn ich zum Beispiel Counter-Strike spiele, dann habe ich das direkte Duell Team gegen Team oder im Idealfall sogar Mann gegen Mann. Und das ist bei solchen Spielen wie Guitar Hero einfach nicht gegeben. Und dadurch fehlt dann auch eben so ein bisschen dieser Wettbewerbsfaktor, der die klassischen E-Sport-Spiele auszeichnet.
Ein ausgesprochen mildes Urteil. Wer 17-Jährige dabei beobachtet hat, wie sie zu geschmackloser Mainstream-Musik der 80er Jahre ausdrucks- und bewegungslos auf bunten Plastikknöpfchen einer Gitarrenattrappe herumdrücken, fragt sich unweigerlich, ob das nicht die wahren Landminen für die Seele sind. Ich wünsche Ihnen eine inspirierte Zeit, bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Elektrischer Reporter.